Pula! Wo Egon Balde! Arm! Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Was ist das? Heute haben wir wieder einen unglaublich tollen Gast und der liebt Schlemmergurken und schnibbelt gern Knobi. Riesengroßen Applaus für Felix Dobrecht! Ach, darf man ja nicht mehr. Hey, hey, hey. Schön weggecancelt. Mein Wasser, das darf man nicht mehr? Darf ich nicht Huhu sagen? Ich glaube nicht auf die Art. Okay. Ich bin ja nicht um Lagerfeuer gelaufen. Also, heute spielen wir. Also, liebe Freunde, was ist das? Euer neues Lieblingsformat. Schreibt doch jetzt schon mal tolle Rubriken für die nächste Folge in die Kommentare. Da gibt es ja bestimmt einige tolle Ideen, die in euch schlummern. Ja, aber stopp! Wie viele Runden gibt's? Also ich muss auch. Heute gibt's ausnahmsweise. Ich bin Taktiker. Ich bin Taktiker. Heute gibt's 5 Runden. Vielleicht lasse ich dich erstmal kommen und dann. Wir spielen in einem Team, ne? Ja, Dennis und ich sind ein Team. Daumen nach oben und abonnieren für mehr Flipse-Content. Flipse. Okay, bist du bereit? Ja. Sündige Süßigkeiten. Hundefutter. Was? Lakritz-Schnecken. Hey! Das kenn ich doch! Stell ich mir in die Mikrowelle. Super. Lakritz-Schnecken. Magst du Lakritze? Rollst du das so auf und dann ziehst du dann. Oder machst du damit so eine kleine Schleife mit, wenn du sie aufgerollt hast? Bist du ein Süßigkeiten-Fan? Nächste Runde. Okay, alles klar, nächste Runde. Super. Flipse. Oh. Du sag! Schaumküsse. Das ist doch erlaubt! Das ist doch erlaubt. Die esse ich am liebsten mit der weißen Schokolade. Ich dippe die immer gerne in Erdnussbutter. Magst du Schokoküsse? Nee, Benni, du bist wirklich jedes Mal, je öfter wir uns sehen, desto schlechter bist du in Form. Ja, das stimmt. Es ist leider so. Ich schmelze. Ja, ich merk's. Mäusespeck. Was? Saure Zungen. Hitchies. Nee, das sind. Das sind. Ach, meine Brille. Hä? Gummibärchen. Gummitiere. Gummi. Nee, zählt nicht. Weingummi. Weingummi. Ja, Weingummi sind keine Bärchen. Das ist natürlich falsch. Trinkst du gerne mal einen schönen Wein zwischendurch? Nach einer erfolgreichen Tour? Ja. Trinkst du gerne Wein? Nee, nie. Noch nie getrunken? Ich glaube, ich habe wirklich ein einziges Mal in meinem Leben Wein getrunken. Ballermann, fand's ne? Nicht. Nee, ich wollte mal so ein Typ sein, aber ich bin nicht der Typ. Aber lieber ein lecker Bierchen, also so ein Kellerbier. Lecker so ein dunkles Bier lecker. Mit ganz fettem Schaum. Lecker Rumchen, sowas. Mm. Ah, der Herr trinkt Rum. So kriegt er alle Rum. Wir haben doch schon mal zusammen gesoffen, ja, da habe ich euch Drinks gemacht. Das weiß ich nicht mehr. Weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Zucker. Es muss was kommen. Jetzt muss was kommen. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Hä? Nein! Ja, diese Schaummäuse. Ja! Ey, die heißen sogar Schaummäuse. Hä, davon haben die in Augen. Ja, schon immer. Es gibt auch Schaummäuse mit roten Augen. Echt? Ja, die waren vorher, oder? Die waren vorher im Labor. Die waren dann vorher im Labor. Magst du auch solche Schaummäuse nicht? Ich finde das alles kacke. Aber du musst doch irgendwas snacken, wenn du auf der Couch sitzt, dann irgendwie bei deinem Family-Koks. Ich esse die Nüsse. Das ist okay. Das ist okay. Aber nicht süß, nicht süß. Selten. Kekse, wenn. Kommen wir jetzt zur nächsten Kategorie. Tierschwänze. Fuchs. Ah! Ah! Du hast da voll am Barra dran, ne? Fuchsschwanz, genau. Pelz verabscheue ich, ja. Mhm. Ich trage nur Fake-Fuhr. Fake-Fuhr. Du trinkst generell nur Fake. Wo sind eigentlich deine Riesenuhren hin? Wo ist denn die Zeit der Riesenuhren? Wo ist die Riesenuhr? Ich hab sie zu Hause gelassen. Ja, ja, die ist im Safe. Understatement. Irgendwann kannst du die 60 Euro gebrauchen, wenn du die verkaufst. Hundeschwanz. Ah!
Katzenschwanz. Pferdeschweif. Ja, ist er doch. Oh. Bist du dabei ganz schön geil, wenn du diesen Anblick siehst, oder? Aufsatteln einmal, ne? Das sag ich nicht zu. Magst du Pferde? Es gibt ja Menschen, die mögen gar keine Pferde. Ich hab mit Pferden. In Rouladenform vielleicht? Ich habe wirklich gar kein Thema mit Pferden. Nee. Ganz wenig Berührungspunkte in meinem Leben. Treten. Du hast Angst, dass aber wie oft siehst du ein Pferd, Alter? Immer wenn Dennis Freundin vor mir läuft. Okay, ne? Elefantenschwanz! Hamster! Forelle! Nilpferd! Oh! So bin ich! Ist eins von mir ein Foto, oder? Nilpferde sind ja extrem gefährlich, die können alle ja töten. Ja. Die haben so Zähne, so, und schon bist du weg. Ja. Ganz klar, Schafschwanz! Ja, zwei. Schweineschwanz. Ja, stimmt! Oh. Hey, ach so, der ist eingedreht. Der ist ja wirklich eingedreht wie in den Comics. Ja. Kannst du die Schweine gut nachmachen? Kurz über diese Reihe. So lieben sie am so lieb okay. meisten. Dann. Bumm! Dann werden sie noch halblebend auf die Seite gehangelt. Kommen wir jetzt zur nächsten Kategorie: Köstlichkeiten aus Kartoffeln. Kartoffelstampf! Ein falscher Idiot! Thomas! Was? Bratkartoffeln! Chips! Nein! Ah, noch. No! Idioten! Chips sind auch nicht deins, oder? Nee. Auch nicht Kesselchips? Ja, wenn dann Kesselchips. Die haben weniger Fett. Die knacken, ne? Die crunchen schön. Auch durch Soßen? Fühlst du dich durch Soßen? So ein Dip? So ein Cheese-Dip? Nee. Weiter hier. Weiterchen! Ja, das ist ein schöner Kartoffelauflauf. So. Nein. Kartoffelauflauf mit Käse oben drüber. Ja! Das ist ein Gratin. Das ist ein Gratin, ja. Sag doch. Auflauf ist Zeug von Gratin. Schönes Gratin, Kartoffelgratin. Schön mit der mehligen Kartoffel. Weiter. Streetfood-Pommes. Normale Pommes. Mann! Schupfnudeln. Das ist ja keine Kartoffel. Ach so. Wedges. Ah! Die sind die besten, die schön Wedges. Schön mit Sauercreme. Mein Vater, wir hatten früher diese Wedges, hat er einmal gekauft und dann hat mein Bruder den Fehler gemacht zu sagen, oh, die waren lecker, Papa. Und dann 6 Jahre hier. Friss Wedges, ey. Friss, ja, ey. Vom Eismann nach Hause gebracht. Der Idiot, ey. So, weiter. Das ist die Kartoffelstärke. Korn! Nein, Wodka! Oh, nein! Stimmt! Benni, ist es eine Köstlichkeit? Haben wir nicht eine Verantwortung? Jetzt muss ich in die Kamera sagen, wie dir Wodka schmeckt. Wodka ist so ekelhaft, Leute, macht das nicht. Wenn ihr Wodka trinkt, mischt ihn mit O-Saft. Sonst ist es echt ungenießbar. Aber dann schmeckt es lecker. Dann würde ich es empfehlen. Ja. Kommen wir jetzt zur nächsten Kategorie. Büromöbel. Weiter. Dann kann ich sagen, ist der Schreibtisch. Jo! Jo! Ist das der Kahn? Na, ist der Donald Trump? Ist das der Kahn? Wie eine Schutz... Truhe, ne? So eine, wie nennt man das? Truhe, ja. Schmucktruhe. Das heißt, es gibt auch einen... Schatztruhe. Schatztruhe. Hast du einen Schreibtisch zu Hause? Oder nur Betten? Doch, wo du Verträge unterschreibst. Weiter. Das ist der Bürostuhl. Mann! Ja! Schön auf dem Hin und Her, so. Hast du in einem Büro oder machst du alles bei dir in der Bude? Ich habe einen so, ich nenne es das Gaga-Zimmer. Da sind meine Klamotten und mein Podcast-Shit. Und dann haben wir aber noch ein extra angemietetes Büro. Aha. Für meine Firma. Ich habe eine Firma. Ah, du bist... kann man alles steuerlich geltend machen. Jede ja, Quadratmeter alles steuerlich geltend machen. Das ist besser irgendwie, ne? Sind wir denn noch im Bild? Na klar. Gewehr. Ach so, scheiße. Konferenztisch. Boi! Ah.
Putin. Und Scholz. Putin und Scholz. Na, da war was los. Ja, ordentlich. Was unterm Kessel da. Ordentlich was im Getriebe. Hör auf da. Sessel. Nein. Das ist eine Couch. Mann! Ja. Du hast eine Casting-Couch. Ja! Ah, Mann, ey. Das hätte ich wissen müssen. Der ist noch ein Job. Ja. Kannst du den Namen nicht? Den kennst du doch bestimmt auch, oder? Von der Dame, die da sitzt. Nein, ich kenne den Namen. Ich kenne nur ihr Geschlechtsteil. Okay. Sind da teilweise wirklich Leute, die dann reingeraten und denken? Also, ganz ehrliche Frage. Manchmal ist das so. Schreib's in die Kommis. Manchmal, der Bumsbus ist echt? Bumsbus jetzt nicht, aber manchmal ist das so echt, dass ich denke, okay, die hat wirklich keine Ahnung. Aber die Schauspieler total gut. Was ist das? Wie gesagt, schreib's in die Kommis. Aber ich glaube, sie wusste. Kommen wir jetzt zur finalen Kategorie. Filmposter. Kleinohrhasen. Titanic. Terminator 3. Super Mario. Ach, Erkan und Stefan. Komm. Ey, komm, ich muss nicht wissen, welcher Doch, Teil. Ich weiß es Mann, nicht. Mann, ey, ja, konkret krass, ey. Erkan und Stefan, der Tod kommt krass. Ja! Ey, hört doch auf, ey. Die haben sich ausgekotzt über uns im Twitch-Stream, dass wir die nicht irgendwie, wir hatten hier mal bei uns zu Gast. Ja. Und es wurde nie ausgestrahlt, obwohl wir es ausgestrahlt haben. Aber die, seitdem sind die sauer auf uns, Benny. Die schulden uns auch ein Dönertier. Die schulden uns auch ein Dönertier. Und Energy Drink. Die schulden Deutschland eine Entschuldigung. Das machen die. Die schulden einer Generation ein dickes Sorry, ey. Deutsch Ali G. Kann ich dir genau sagen. Ocean's 11. Der Untergang. Der Herr der Ringe, die Gefährten. Oh! Sogar der richtige Titel. Wow! Super! Danke. Guckst du gerne Herr der Ringe? Solche Mythen. Ein Ring, der uns alle eint. Oder? Fantasy? Magst du fantastische Tierwesen? Nein. Gar nicht? Nur Real-Dokus? Oder irgendwelche. Ich mag nur echte Tiere. Verzaubern, Felix. Mit dem Spruch, den du kennst, aus Harry Potter. Donango Donetum! Lumix! Ein Kackfilm. Terminator. Transformers. Kampf ums lebendige Sein. Hä? Transmorphers. Ja! Was ist das denn? Was ist das denn? Das ist eine Scheiße. Transmorphers? The mein Final Lieblingsfilm. Battle. Das ist mein Lieblingsfilm, und? Aber ist das. Gibt's da auch Roboter? Ja, sehe ich. Was siehst du denn auf dem Filmposter? Da spielt Sky Dumont die Hauptrolle. Kennt ihr noch Helden? Den Film, deutschen Film Helden? Der kam 2009 rum, auch mit Hannes Jennecke. Es war wie The Day After Tomorrow, bloß in Deutsch. Ja, da haben alle die ganze Riege mitgespielt. Wirklich, das war richtig krass. Helden. Da gibt es auch noch einen guten Trailer. Das ist ja fast so schlimm wie das Sat.1 Weihnachtsspiel. Krippenspiel. Da haben Dennis und ich ja fast die Tauben geworden. Gogo, Blut ist im Schuh! Robert in Paris. Quatsch. Der Pate! Nein! Ja! Aber erstmal abwarten, wir zählen durch. Genau. Ich warte im Stehen, danke. Okay. Ja! Und damit gewinnen Benny und Daniel Wolter mit 10-9 gegen Felix Lobrecht in Was ist das? Frage, Zeichen, Ausrufe, Zeichen. Großen Applaus für Felix Lobrecht. Du kannst schlechter Dinge erkennen als wir. Das ist damit jetzt belegt. Liebe Freunde, besucht Felix auf allen seinen Social Media Accounts und natürlich auf etwaigen Touren. Und du bringst Film raus. 2. März 2023, Sonnenbeton Kino. Jo, sauber, da geht ihr alle rein. Felix, können wir zu dritt reingehen? Ich gebe eine Rolle Popcorn. Und dann mache ich unten meinen Schniedel durch. Du brauchst alle die kleine Popcorn. So weit kommt man, glaube ich, nicht zum Essen. Kommen wir jetzt zur Endcard. Oben gibt es ein Video von Parshad. Und zwar die neue Folge Love Doctors. Diesmal mit dabei Rapper Mo Doozy und MMA-Kämpfer Max Koga. Und unten gibt es die letzte Folge von Was ist das? Tschö. Flipse.